dass die Delfine, diese uralten Meeressäuger, zu den gescheitesten Lebewesen zählen, wussten schon die Griechen und Römer, die auch ihre Menschenfreundlichkeit besungen haben. Wozu ihr Gehirn dient, das so groß und so durchgebildet ist wie das des Menschen, das erforscht seit Jahrzehnten der amerikanische Arzt John Lilly, ein Allround-Wissenschaftler, der sich auch in der Biophysik, Elektronik, Psychotherapie, Kybernetik und sonst noch allerlei umgetan hat. Sein jüngstes Werk, das er gemeinsam mit seiner Frau Toni schrieb, befasst sich aber mit der Kunst der Ehe. Ist Ihnen beiden in 10 Jahren Ehe der Gesprächsstoff nicht ausgegangen? 12 sind es jetzt. Und Sie haben noch immer ausreichend Konversation? Manchmal auch nicht. Dann sind wir glücklich, gemeinsam den Mund zu halten. Fasziniert Sie dieser Mann noch immer? Oh ja. Absolut. Immer noch. Und ich habe tolle Männer gehabt. Aber John hält die Spitze, weil er so unvorhersehbar ist. Man weiß nie, was er tun wird. Stimmt das? Sind Sie so? Ich bin ein Student des Unerwarteten. Ich bin Spezialarzt für Überraschungen. Manchmal langweile ich mich selber, dann suche ich nach Unerwartetem. In Ihnen selbst? In mir und anderswo. Finden Sie es noch immer? Ja, most of the time. Meistens. Sie können sich noch überraschen? After all, you know, 100 billion neurons. 100 Milliarden Neuronen geben einem da allerhand Möglichkeiten. Das alles findet, wo sonst, in Kalifornien statt, in Malibu, wahrscheinlich die reichste Gemeinde der Welt. Die Lillys gehören da eher zu den Armen. Seitdem er sich sträubte, seine Delfine zu Kampftauchern ausbilden zu lassen, sind die Stipendien versiegt, die Forschungsaufträge. Da muss manchmal der eigene Garten herhalten, den Toni hier versorgt. Sie ist in dieser elementaren Ehe die Erdfrau, er Wasser, Feuer und Luft. Dann in der Wohnküche mit den letzten Resten seiner Jünger. Beethoven wird gespielt, um uns mit Deutschem zu beglücken. 9. Symphonie, Freude schöner Götterfunken. Dabei hat Lilly wirklich etwas von diesem göttlichen Funken, trotz seiner bald 70 Jahre, ein genialisch begabter Jüngling. Hier sind wir dann mitten im kreativen Prozess, für Lilly jederzeit abrufbar. Er lebt sozusagen in schwebender Inspiration, in einem dauernden High. Seinem stupenden Computergehirn sind alle Daten verfügbar. Wie er sie zusammensetzt, hat ebenso viel mit Dichtung zu tun wie mit Wissenschaft. Er ist Pionier einer neuen Art von Weltsicht, die keinen Bruch mehr kennt zwischen Außen und Innen, zwischen messbaren Fakten und mystischer Versenkung. Lilly hat Erfahrungen gemacht, die anderen unzugänglich sind. Er spricht von fremden Welten, als wäre er dort gewesen und war es wahrscheinlich auch in seinem Kopf. Hier geht es um die Sprache der Delfine, von denen er überzeugt ist, dass sie uns etwas mitteilen wollen. Vielleicht über die Harmonie des Alls, wie man friedlich überlebt. In ihrem Gehirn ist der Sitz des Gemeinschaftsgefühls am stärksten ausgeprägt. Sie sterben, wenn man sie isoliert. Fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lillys neuestes Spielzeug, ein sprechender Taschenrechner. 1, 0. Das ist eine triviale Maschine. Pretty well tell what it's going to do. Man weiß in etwa, was sie tun wird.
synthetic voice and so on. Sie redet mit synthetischer Stimme. This is not a trivial machine. Dies ist keine Trivialmaschine. You can't predict what this can do. Man weiß nicht im Voraus, was sie tut. And you can go on and on and on. Auch wenn man sie programmiert. Natürlich gibt es hier eine Rangordnung der Trivialität. Wir oben und die da ganz, ganz unten. Werden sie uns hier überholen? Ich glaube nicht. Sie sind unsere Gefährten. So wie unser Skelett uns stützt und Notwendiges speichert. Können sie uns lieben? Zusammenarbeiten. That's the answer. The dolphins say, you know, das ist auch die Antwort der Delfine. Cooperate and survive. Zusammenarbeiten, sich mitteilen, überleben. You don't think that humanity is on a hate trip at the moment? Ist nicht die Menschheit derzeit auf einem Hasstrip? I don't think you can generalize on that. It's das lässt sich nicht verallgemeinen. Es ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Kind of thing. When you basically meet each person on their own terms, man muss jeden nach seiner eigenen Selbsteinschätzung behandeln, ohne das kein Überleben. Also anxiety, fear. Sonst gibt es nur mehr Angst. And it's the anxiety and the fear that we have to und aus Angst tötet man. This concept of an enemy, die Vorstellung eines Feindes, der Nebenmensch als Feind, ist Unsinn. All humans are valuable. Jeder Mensch ist wertvoll. So we must stop all this nonsense about naming. Wir müssen mit diesem Unsinn vom Feindbild Schluss machen. Enemies. This is stupid. Really stupid. Es ist dumm. The next level of intellectual attainment will die nächste Stufe der Evolution wird sein, das alles abzuschaffen. Angst und Wut und die daraus folgende Aggression. Is that going to happen? Wird das je passieren? Well, if it doesn't, it'll happen somewhere else. Wenn nicht hier, here, dann anderswo. It'll happen somewhere else. On another planet. Auf einem anderen Planeten? Planet, yes. Planeten, vielleicht. We'll see. Lillys Delfinfreundschaft reicht ein Vierteljahrhundert zurück. Damals hat er noch seine eigene Versuchsstation auf den Bahamas. Hier ist sein Sohn David beim ersten Körper- und Sprachkontakt mit der Delfindame Sissy, die versucht, ihn ins tiefere Wasser zu locken und ihm ihre zärtlichen Stellen zeigt. Sissy lädt ihn zum Ballspielen ein und fordert ihn heraus, ihr den Ball wegzunehmen. Allerdings befand man sich damals noch in einem Stadium der Kommunikation, sagt Lilly von seinen heutigen Erkenntnissen aus, dass auch Hunde und Katzen reichen können. Immerhin handelt es sich hier nicht um Hausgenossen, die seit Generationen den Menschen zugehören, sondern um ein freigeborenes Tier, das nach Berührung sucht, vielleicht wirklich aus einem Wunsch, sich mitzuteilen. Hier wird eine Kreisbewegung nachvollzogen und hier möglicherweise der Versuch, zwei Menschen näher zueinander zu bringen. Jetzt ein Wettschwimmen, wobei der Delfin so tut, als könnte er den Schwimmer nicht einholen. Und ein Signal des Vertrauens, das dem Menschen gegeben wird. Dann wird Lebensretter gespielt, der Delfin lässt sich an Land ziehen, so wie auch Tony schon, wir werden es gleich erfahren, John Lilly mehr als einmal zurückgeholt hat, als er ihr zu entschwinden drohte. Und hier gibt der Schwimmer vor zu ertrinken und Sissy bugsiert ihn an Land, indem sie seinen Kopf über Wasser hält, wie ja Delfine schon öfter Menschen aus Seenot errettet haben. Hier sind wir jetzt wieder im kühleren Norden, und zwar im SeaWorld Park von San Francisco. John Lilly, heimgekehrt von jahrelangen Ausflügen ins Jenseits, von Psychotrips, Gestalt- und Selbsterfahrungsgruppen, ist nun wieder
mit seinen geliebten Meerestieren zusammen. Vergleiche mit Seerobben werden hier angestellt, die ihrerseits auch fähig sind, Formen und Farben zu unterscheiden, denen aber die Sprache fehlt. Und es fehlt ihnen anscheinend auch jenes Seelenvolle, das Lilly seinen Delfinen zuspricht. Sie haben nur Verstand und quicke Auffassungsgabe, während die Delfine sich für ihn in einem Dauerzustand der Meditation befinden, spirituell unseresgleichen. Lillys neues Programm, die Sprache der Delfine aus ihren Überschallfrequenzen an die 1000 Klicklaute pro Sekunde in unseren Hörbereich zu übersetzen, und zwar über Computer und umgekehrt. Kommunikation wird möglich zwischen Luft- und Wasserwesen. Ein menschlich-delfinisches Wörterbuch entsteht, das uns die Botschaft übermitteln soll, wie man richtig lebt. Und vielleicht ist es wirklich wahr. Allerdings ist die Konzentrationsfähigkeit der Delfine sehr schnell überfordert. Hier wird versucht, aus der üblichen Abrichtung zu einer abstrakten Zeichensprache zu kommen, bei der die Tiere Konzepte unterscheiden lernen, statt bloßer Signale. Es ist Toni, die ihren Mann nach seinen jahrelangen Ausflügen in abstrusere Gebiete des Wissens wieder den Flippern zugeführt hat, die offensichtlich ein emotionales Bindemittel in ihrer Ehe bedeuten. Jetzt versucht der Trainer, die Tiere dazu zu bringen, zwischen Ring und Ball zu unterscheiden. Keine leichte Aufgabe für Delfine, deren Sehkraft weit schwächer entwickelt ist als ihr fantastisches Sonarsystem, mit dem sie sogar fähig sind, Stimmung und guten Willen der Menschen, die sich mit ihnen befassen, zu erkunden. Dann werden Ring und Ball ausgetauscht, dennoch wählen beide auf Befehl den Ring. Damit ist das Training für heute beendet und die folgende Stufe, die Sprachlektion, kann beginnen. Man redet über eine Art Simultanübersetzer, der elektronisch die Tierlaute verlangsamt, die unseren beschleunigt. Dies ist John Kurt, Lillys engster Mitarbeiter. Hallo? Hallo? Okay. Sasha? John Kurt ist aus Budapest. Man wird also nicht überrascht sein, wenn in Zukunft die Delfine uns mit ungarischem Akzent ihre 50 Millionen Jahre Lebenserfahrung übermitteln. It's not loud enough. Number. Number. Repeat, Joe. Joe.
Joe. Repeat. Rosie. 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 Okay. Als nächstes sollen die Delfine unsere Farben nicht nur erkennen, sondern auch nennen lernen. White. 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 Okay. Name. Okay. Und was ist der Nutzen von alledem? Do you feel something will be changed? Meinen Sie, dass sich etwas für uns ändert? Wenn wir mit anderen Arten sprachlichen Kontakt aufnehmen? Yes, I think so. Ich glaube schon. I think we'll make more sense to ourselves. Get a commentator outside us. We don't have any. Wir lernen uns besser verstehen mit einem Kommentator von außerhalb. Derzeit haben wir keinen. Are we men a lonely species? Sind wir Menschen eine einsame Gattung, die nach Schicksalsgenossen Ausschau hält? Yes, as I wrote for a sculptor to put on the side of a bank. Ich habe eine Inschrift entworfen, die in den Tank kommen soll. Listen to the dolphins, ye humans. Hört auf die Delfine, ihr Menschen. We cry to you from the watery depths. Sie rufen euch zu aus der feuchten Tiefe. In the long loneliness. In der langen Einsamkeit. Come speak with us. Kommt, redet mit uns. Lilly beabsichtigt, seine Delfine nach beendeter Lehre ins freie Meer zu entlassen, wo sie ihren Brüdern unsere Sprache beibringen sollen. Höchst unwahrscheinlich, aber nicht unwahrscheinlicher, als dass die Menschheit daran geht, sich auf unserem Planeten auszurotten. Nun will Tony noch ein bisschen kosen mit den jederzeit erotisch gestimmten Delfinen, deren Liebesbedürfnis nur von ihrem Spieltrieb überboten wird. Für die Lillys geht es aber um mehr als Spiel. Sie sind überzeugt, dass die Delfine ein uns ähnliches Bewusstsein haben und dass wir hier zum Greifen nahe sind am Verständnis unserer eigenen Bestimmung. Und nun müssen wir noch um eine Stufe weitergehen, noch umstritteneres Territorium betreten. Lilly meditiert im Abendlicht, möglicherweise mit Hilfe von Rauschmitteln, das ist nicht unser Bier. Er hat sich immer voll eingebracht, denn er ist kein Theoretiker, sondern beschreibt seine Selbstexperimente, seine Selbsterfahrungen. Schon vor 30 Jahren hat er den Isolationstank erfunden, darin der Klient, auf einer Salzlösung schwebend, von allen Sinnenreizen abgeschnitten, mit sich selbst und seinem Bewusstsein allein bleibt. Je nachdem, was im Bewusstsein des Experimentators vorgeht, mag das ein sehr schlechter Trip sein oder man kann auch neben vielem anderen bis zu jener Ekstase vordringen, in der die Seele den Körper zu verlassen scheint und die der Inder Samadhi nennt. Daher bezeichnet Lilly den sargähnlichen Behälter, den er jetzt betreten wird, auch als Samadhi-Tank. Diese Bilder stammen aus dem Spielfilm Der Höllentrip von Ken Russell natürlich, der Lillys Leben zu beschreiben vorgibt. Und man kann nur hoffen, dass es in diesem Moment nicht ganz so vulkanisch zugeht in seinem Innern. Aber glücklicherweise hat er ja Humor. Thank you.
Nach etwa einer Stunde, ohne jeden Laut oder Hilfeschrei, ist Lilly herausgekommen. Hallo. Well, what did the tank do to you in there? Was hat da drinnen der Tank in Ihnen bewirkt? Everything and nothing. Alles und nichts. I go in to relax. Ich gehe hinein, um mich zu entspannen. Get energy. Energie zu speichern. I go in to debug my computer. Mein System zu entstören. I go in to recover from too much social interaction. Mich von der Quatscherei zu erholen. And meditate. Zu meditieren. Get out of my body, whatever. Aus meinem Körper rauszukommen und so weiter. Gone in there with drugs? Sind Sie je mit Drogen hinein? Often. Oft. LSD 25. LSD 25. Pure Sandoz. Reines Sandoz. Legally. Ganz legal. National Institute of Mental Health. Um meinen Kopf zu erforschen. Neurological brain processes. Neurologische Vorgänge. Brain chemistry. Gehirnchemie. Would you still do it with drugs? Würden Sie es noch immer mit Drogen tun? Yes. Isn't that dangerous? Ist das nicht gefährlich? Of course it's dangerous. Natürlich. But how else is the evolution in the human species? Aber wie sonst kann die menschliche Evolution stattfinden? Are you risking your life for that sort of thing? Riskieren Sie Ihr Leben dafür? I don't think in terms of risk. Ich denke nicht an Risiko. Evolution. Sondern an die Evolution. Pushing, getting there fast. Da schnell hinzukommen. The evolutionary acceleration that's taking place today is incredible. Das beschleunigt sich heutzutage unglaublich. Is it possible that this might damage your mind permanently? Kann das Ihren Verstand auf Dauer beeinträchtigen? Who's to say? Wer will das sagen? Inzwischen ist das Leben im Hause seinen normalen Gang weitergegangen und Lillys Enkel Damon sitzt beim Essen mit einer kleinen Freundin. Hello, Damon. Hello, Damon. Hey, Damon. Grandpa John. What are you doing, Damon? Are you eating your peaches? Hmm? You eating your peaches? Damon. Hey. Oh, goodness. Guacamole. Ländliches Idyll. Das jedoch allerhand Spannungen verbirgt, die natürlich auf Lillys Unfähigkeit zu einem stabilen bürgerlichen Leben beruhen. Dieser abenteuernde Großvater ist innerlich selbst ein ewiges Kind geblieben. Nav Schmatzkepap. Nav Schmatzkepap. Can you see that, Damon? Abenteuer ist letzten Endes das Schlüsselwort zu Lilly. Was er sucht, sind unerhörte Erlebnisse, Überraschungen, Bewährungsproben. Wissenschaft ist für ihn die erregendste Sportart, eine, bei der man nicht weiß, wo und wie man ankommt. In this exploration of mental frontiers, you have gone as far as anyone else has in your time. In der Erforschung neuer geistiger Grenzen sind Sie so weit gegangen wie irgendjemand sonst in Ihrer Zeit. As far as anyone else has. So weit wie jemand sonst. I've never bothered about that, so I don't know. Das hat mich nie bekümmert, also weiß ich es nicht. Have you gone as far as you can go? Sind Sie so weit gegangen, wie Sie können? Oh, Lord, no. Bestimmt nicht. Immensities. Infinities, way beyond where I am. Ich habe noch unendliche Strecken zu gehen. Where does Tony come in? What is her role in this anyway? Was ist mit Tony? Was ist ihre Rolle bei alledem? She's the sustainer. Sie ist die Ernährerin, Mother Earth, die Erdmutter. I can always depend upon, ich kann immer sicher sein, to Tony, dass ich zu Tony zurückkomme. Trotz der Versuchungen meiner außerirdischen Reiseführer. Ich bin darauf programmiert, ich muss zurück zu Tony. Wo ist Tony?
Ich angel mich zurück zu Toni, die in ihrem Garten verankert ist. Toni, have you pulled him back? Haben Sie ihn schon zurückgezogen? Yes, I have a number of times. Viele Male. And he's also pulled me up. Aber er zieht mich auch hoch. Are you sometimes scared? Fürchten Sie, dass er einmal nicht wiederkommt? Yes, many times. Oft. But I've also accepted the fact that. Aber ich weiß, we all must go, dass wir alle gehen müssen. Und jeder soll so abtreten, wie er wünscht. John, what is the most important information? Was ist die wichtigste Information, die Sie uns zurückgebracht haben? We're not alone. Wir sind nicht allein. Either in the sense of species on this planet, auf dem Planeten. Es gibt Wesen so intelligent und spirituell wie wir. And also in the sense that we are not alone and that there are. Und es gibt Wesen anderswo, viel weiser als wir, die auf Kontakt warten. Gott ist allmächtig, allwissend, allüberall und verfügbar. Kontaktieren Sie Gott, das ist mein Rat. Haben Sie gefunden, was Sie suchten? Niemals. You think you'll ever find it? Werden Sie es je finden? Hope is all I can say. Die Hoffnung bleibt. You have sometimes the feeling that you had found illumination. Haben Sie manchmal das Gefühl, Sie hätten Erleuchtung gefunden? Yes, but I know that that's what I call the overvaluation space. Ja, aber das ist auch nur Selbstüberschätzung. Is it at bottom the search for peace within ourselves? Ist es am Ende die Suche nach Frieden? That we are looking for. Ist es der innere Friede, den wir alle suchen? And is it possible to find complete peace within yourself? Und ist es möglich, völligen Frieden in sich zu finden? I don't look for peace. Ich suche nicht nach Frieden. Wozu? Ich suche Aufregung. Something new, novel, interesting. Immer was Neues. Different. Peace to me means retiring and kind of fading away. Friede heißt, sich zur Ruhe setzen. Und dazu sind Sie nicht bereit? Tony is the peace-seeking one. I'm not. Tony ist die Friedenssucherin, nicht ich. What you are doing, was it really done for yourself? Was Sie da tun, haben Sie es im Grunde nur für sich getan? No, it's dragging all of you after. Nein, ich schleppe euch alle hinter mir her. I didn't know it, but it was. Ich war nicht drauf aus, aber so ist es. Are we gonna follow you? Werden wir Ihnen nachfolgen? I don't know. Are you? Weiß ich nicht. Wollen Sie? Good luck. Dann viel Glück. You'll need it. Sie können es brauchen.